zusammen. So, Honig schleudern. Wie man Honig erntet, mit Bienenflucht oder ohne, verlinke ich euch oben mal eine Ecke. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis mehr. Ansonsten habe ich in den letzten Tagen von meinen Völkern jede Menge Honigbäume eingesackt. Die stehen hier als Stapel. Die lagere ich hier immer in meinem Schleuderraum so ein bisschen zwischen. Das heißt, hier sind zwar Luftentfeuchter an, die Temperatur ist relativ hoch durch die Luftentfeuchter. Das haben wir irgendwie über 30 Grad hier drin. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 35%. Das heißt, furztrocken hier drin, sodass der Honig kein Wasser ziehen kann und eher ein bisschen nachtrocknet. Also gut lagerfähig ist. Ne? Das kannst du natürlich nicht mit Rapshonig machen, der wird dir ruckzuck fest. Aber bei der Sommertracht kannst du ruhig mal eine Woche lang abends völkerweise einsammeln und hier dazwischen lagern. Und dann kannst du es so wegschleudern, wie es funktioniert. Habe ich auch gestern schon die ersten paar Kilo gemacht. Die sind schon in meinem Absetzfass. Das zeige ich euch gleich nochmal. Aber gestern Abend hatte ich keine Lust mehr, deswegen sehen die ganzen Gerätschaften auch schon benutzt aus, aber ich dachte mir, ich zeige euch trotzdem mal mein aktuelles Setup. Wollte aber noch die ein oder andere Verbesserung zu den letzten Videos, ich verlinke euch mal oben, mit drin ist. Ich zeige euch mal die einzelnen Teile. So, wir fangen mal mit der Entdecklungswanne an. Also, klassisches Teil, unten mit einem Sieb drin, dass ich das Entdecklungswachs, was ich entweder mit dem heißen Messer oder mit einer Entdeckungsgabel von den Waben runterhole, sammelt sich drauf, ne, der Honig fließt nach und ab. Hinterher kann ich das Ding hier oben mit so einem Heizdeckel, da hinten steht er, durchschmelzen lassen. Ne, das heißt, der Wachs trennt sich vom Honig. Ich kann unten einen Eimer voll Honig ablassen, wenn ich das hier 400, 500 Kilo entdeckelt habe. Und das Wachs sammelt sich mehr oder weniger auf dem Gitter. Kann dann, wenn er ein bisschen abgekühlt ist, in großen Flaschen eingesammelt werden. Ne? Lasse ich danach irgendwann im Herbst mit dem Dampfwachsschmelzer einmal einschmelzen. Und du hast schönes Wachs, ne? Hast nicht so einen hohen Honiganteil da drin. Geniales Teil. Ne? Du kannst hier zwischendrin die Rähmchen sammeln. Ne? Das werde ich nachher auch noch sehen, wenn ich dran bin. Das heißt, die hängen dann hier einfach drin als Zwischenpuffer, wo ich das Ganze ja ganz alleine mache hier. Ne? Also ich habe jetzt keinen, der mir hilft, sondern ich entdeckel hier immer eine Ladung voll in der Zwischenzeit. Dreht sich meine 6 Waben selbst, wenn eine Schleuder, ne, schleudert die Dinger aus. Das läuft dann unten in die Eimer rein und von den Eimern, das ist eigentlich so die größte Neuerung, die ich habe dieses Jahr, habe ich mir ein vernünftiges Absetzfass gegönnt. 400 Kilo Absetzfass, großes Sieb oben drin. Da sehen wir auch noch von gestern so ein bisschen die Wachspartikel. Da kippst du den Honig oben rein, ne, das setzt sich hier rein. Du hast unten drunter eine Heizung, wo das Ding auf 35 Grad beheizt wird, sodass das schön sich alles absetzt, was an Wachspartikeln, an Bienenbeinchen, nicht durch dieses feine Sieb, also es ist schon extrem feines Sieb, ne? Das ist nicht wie so ein Grobsieb bei den Doppelsieben von früher, sondern es ist wirklich schon fein, ne? Also das, was da durchkommt, ist schon sehr klein und dann bleibt das über Nacht in dem Bottich, ne? Wird nächsten Tag nochmal durch ein Spitzsieb unten abgelassen, in den Bohrbock rein und ist fertig. Also das ist echt tausendmal geiler, als jedes Mal die Doppelsiebe zu wechseln und ich weiß nicht was. Ne? Ich habe es ja vorher mal mit dem Honigsumpf probiert, mit so einem kleinen oder mit so einem Siebkübel. Das war nichts. Ich gucke, ob ich mir nächstes Jahr noch ein zweites besorge, aber das sind so 400 Kilo, das ist eine gute Tagesladung. Von daher ist das schon ganz okay, da komme ich mit klar. Ja, wie gesagt, meine Honigzargen, die stehen hier noch hinten aufgereiht. Das ist die Ladung von gestern, die ich gemacht habe, gestern Abend nochmal schnell. Der erste Turm, die anderen, die noch einen Ventilator drauf haben, sind im Prinzip noch alles voll, muss ich heute noch machen. Das heißt 2, 4, 6 Zargentürme, keine Ahnung, 8, also noch eine Menge Arbeit. Ja, wie gesagt, sind im Prinzip das, was ich bei dem nächsten, oben sind so 2 improvisiert oder 3. Ansonsten haben die alle so einen PC-Lüfter drauf, der auf einem Brett montiert ist, mit einem kleinen Abstandhalter, dass sich die Luft sozusagen darunter verteilt und durch die Zargentürme nach unten drückt, die warme. Ja, den Raum hier, den habe ich irgendwie auf 30 Grad aufgeheizt, auf 30% Luftfeuchtigkeit runtergetrocknet, sodass das den Honig so ein bisschen nachtrocknet, der auf jeden Fall kein Wasser zieht, ne, wenn der mal hier für eine Woche gelagert ist oder sowas. Sodass du abends im Prinzip so nach und nach wegschleudern kannst, wenn du es willst. Das erleichtert die Sache ungemein. So, ich mache jetzt noch ein bisschen sauber hier und dann legen wir los. So. Seht, wie das mit dem Entdeckungsmesser läuft. Das sind jetzt hier so Waben, die sind naja, halb voll, aber voll verdeckelt.
Kommt wie gesagt auf den Pin drauf, dadurch kannst du die Leute schnell einfach rechts und links drehen. Nimmst das Entdeckungsmesser, ziehst lang, hast den Vorteil, dass die Wabe hinterher wieder flach ist. Das heißt, die Bienen haben nächstes Jahr wieder ein bisschen was, wo sie bauen können. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Jetzt wird es ein bisschen lauter, weil die Schleuder im Hintergrund schleudert. Und so Stellen, wo ich nicht drankomme, dann nehme ich halt die Entdeckungsgabel, die hier immer rumliegt. Zack, zack, zack. Und dann kommt das hier vorne zum Abstellen hin. Und dann kommt die nächste Wabe dran. Auch so eine. Einfach langfahren. Kann man sogar relativ schnell machen. Ja, selbst wenn die jetzt ein bisschen kaputt gehen dabei, ist das nicht so schlimm. Die Waben tue ich eh hinterher zum Ausstecken wieder auf den Völker. Manchmal hast du ja so Stellen, da parkt das ein bisschen, dann musst du nochmal neu ansetzen. Aber wenn das unter den Deckeln ist, funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Ja, du hast natürlich das Problem, dass hier relativ viel Wachs drin ist, relativ viel Honig im Wachs drin ist. Und das musst du halt wirklich mit so einem Deckelabschmelzer rausholen. Oder ansonsten geht dir das einfach verloren. Das sind jetzt hier noch so ein paar Mini-Waben, da muss man ein bisschen sortieren zwischen voll und nicht voll, dass das nicht so eine Unwucht gibt. Das sind so eher die Waben, die wir jetzt standardmäßig haben. Und wie gesagt, einfach mit dem Messer lang. Zack, zack. In der Zeit hast du das nicht mit einer Gabel gemacht oder mit einem Föhn. Muss natürlich welche sein, die als Dickwabe ausgebaut sind, ne? Also so Stellen, wo es bündig ist, da kommt das Messer nicht dran. Aber das sind dann dreimal drüber und fertig. Ja, so läuft das die ganze Zeit. Und noch ungefähr 1 Million Mal. So, die letzten Rähmchen sind durch, ich bin durch. Die Schleuder läuft jetzt noch leer, das kommt gleich noch ins Fass rein. Das Fass ist voll, also das sind gute 400 Kilo geworden jetzt. Den Deckel wollte ich euch noch zeigen. Das ist wie gesagt so ein Schmelzdeckel. Das heißt, der hat eine Heizspirale drin mit einem Ventilator und erzeugt einen Warmluftstrom hier in dem Teil. Und dann milzt mir gleich das ganze Deckelwachs ein. Dann lassen wir das wieder abkühlen nach 3 Stunden. Und können dann morgen früh den Honig unten ablassen. Wie gesagt, die Schleuder läuft auch mal aus, da sind noch 2-3 Kilo drin, die da durch müssen. Ansonsten kann ich euch gleich nochmal den Behälter zeigen. Also da randvoll, ne, das ist jetzt so 3 cm unter dem Sieb, viel mehr hätte auch nicht reingepasst. Das kann man morgen alles richtig schön einmal mit einem Schaumlöffel abnehmen oder mit so einem Küchenschaber, alles was oben als Schaum ist. Dann wie gesagt einmal noch durch ein Sieb durchlaufen lassen, aber eigentlich kommt da nicht mehr so viel an. So, und dann steht das große Reinmachen an, das letzte Mal für dieses Jahr. Dann einmal komplett ratzifatzi. Was ich noch mache, ist die ausgeschleckten Honigrähmchen auf die Völker noch aufsetzen. Der Honig war sofort trocken, der hat irgendwie 15%, dass der echt überall dran klebt. Also lass wirklich an den Rähmchen den Honig kleben, an den ausgeschleuderten Rähmchen. Selbst die Seiten, die gut geschleudert sind, das ist jetzt eine, die ist nicht so ganz so geil geworden, aber du hast überall Honigreste dran kleben, sodass ich die nochmal auf die Völker draufsetze, damit die leer stecken können. Das werde ich heute Abend nochmal machen, dass das raus ist. Hat den Vorteil, dann kann ich auch danach einmal hier gründlich durchwischen, wenn wieder alle Honigbäume raus sind. Von daher hat es auch den positiven Effekt, dass du darunter vernünftig putzen kannst, ohne alles durch die Gegend schieben mit zu wissen. Ich bin ja so ein bisschen begrenzt in meinen Möglichkeiten. Ja, das war's. 400 Kilo sind im Schnitt jetzt 20 Kilo pro Volk gewesen, weil es nicht die mega Sommertrachternte. Ich hatte von der Linde ein bisschen mehr erhofft. Aber wir hatten es irgendwie zwischenzeitlich einfach viel zu trocken hier, sodass die Linde nicht so Wasser Honig gegeben hat, wie ich dachte. Aber mir zum letzten Jahr wollen wir uns nicht beschweren. 20 Kilo nur aus der Sommertracht ist ja auch schon was. Ich glaube, ich bin jetzt. Ich müsste mal rechnen. Ich mache mal, glaube ich, nochmal eine Zusammenfassung, was das Jahr gebracht hat. Aber wir sind in einem guten Schnitt. Ein bisschen drüber, glaube ich, über Mittel, was den Honig insgesamt angeht. Und von daher wollen wir mal nicht mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wieder mal einen Daumen nach oben da. Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke!